vor dem Sturm hier gerade. In der Otterkringer Brauerei steigt der 9. Technoball. Tradition trifft auf zeitgenössische Clubkultur und wir lassen euch teilhaben. Dieses Jahr gibt es eine neue Location. Was erwartet uns hier? Neue Location, neues Glück, sage ich immer. Nein, wir wollten uns einfach wieder verändern, weil nach 3 Jahren im schönen Kursalon war es wieder mal Zeit, sich neu zu erfinden. Und das haben wir hier versucht. Wir wollten ein bisschen auch back to the roots gehen zum Techno. Und ist uns die Otterkringer Brauerei von allen Locations in Wien am allercoolsten erschienen. Und wir dürfen hier Gott sei Dank veranstalten. Also, was uns hier so gut gefällt, ist dieser Industrial Style, wo auch Techno damals früher in Lagerhallen und Warehouses in Chicago und sonst wo begonnen hat. Und wir wollen ein bisschen diesen Flavor wieder bringen und unseren Gästen zeigen. Das Ganze natürlich wieder drapiert, geschmückt auf einen elektronischen Ball, wenn man so möchte. Ja, und so haben wir das diesmal hier inszenieren dürfen. Neues Jahr, neue Location. Ja, super. Eine dunkle, rohe Rave-Location. Kursalon war super, war sicher mehr dem Ballthema zugewandt. Hier ist es ravig und die Scheiben werden vibrieren und es ist teilweise rostig und einfach eine für mich die geilste Location. Ja, wir bieten in der Otterkringer Brauerei dieses Jahr 4 Floors mit 18 DJs, die den Leuten so richtig einheizen werden. Wir haben eine Styling Corner, wo man sich ein bisschen auffrischen kann. Wir haben ein Casino für unsere Gäste. Wir haben die Feuershow von den Fuel Girls und natürlich die beste Musik. Ihr fordert ja auch auf, kommt wie ihr wollt, kommt im Fantasiekostüm, kommt wenn ihr wollt auch ganz normal. Ja? Was ist denn dein Wunsch, immer wie du deine Gäste gern sehen würdest? Also wir sagen, alles was auf Bällen erlaubt ist, ist auch bei uns erlaubt. Also somit auch Fantasiekostüme wie auf einem Liveball oder bei einem Regenbogenball. Und dementsprechend hat sich aber mittlerweile die letzten Jahre eigentlich ein eigener Technoball-Style entwickelt. Und da sind so Influences vom Nightlife, von Festivals, aber dann doch geschmückt wieder mit Ball-Accessoires. Und das wünschen wir uns auch. Genau das ist das, was wir wollen. Das finden wir total cool und finden unglaublich, dass die Kreativität der Leute hier jedes Jahr wieder aufs Neue in eine neue Runde geht. Und wir schauen uns jetzt die außergewöhnlichsten Outfits des Abends an.